Guten Tag aus Pößneck. Hier ist Michael Kaufmann, der Bundestagsabgeordnete für den Saale-Orla-Kreis. Ich bin heute hier. Wir haben heute zum wiederholten Male eine 1. Mai-Kundgebung hier auf dem Markt in Pößneck. Wir machen den 1. Mai inzwischen zum Kampftag für Demokratie und Bürgerrechte. Und heute werden wir wieder einige Reden hören von Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Die Politikfelder, in denen man aktiv werden muss, gehen ja nicht aus. Stichworte Ukraine, Energie, Inflation, Zuwanderung und so weiter. Und dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank. Ja, guten Tag, mein Name ist René Aust und ich wurde heute von der AfD hier in Südostthüringen eingeladen, ein bisschen zu sprechen über die Situation zum Thema Preissteigerung, zum Thema auch natürlich der Krieg, der uns alle bewegt, aber eben beispielsweise auch die Erfolge der AfD zum Thema Abschaffung der allgemeinen Impfpflicht bzw. Verhinderung. Und es freut mich, nach den vielen Monaten, die wir jetzt im Lockdown ja auch verbringen mussten, wieder solche Veranstaltungen durchführen zu können. Ja, ich war heute hier in Pößneck zum Tag der Arbeit am 1. Mai auf dem Markt mit meinen Kollegen René Aust, Professor Dr. Michael Kaufmann. Und im Endeffekt waren es die großen Themen der Krieg in der Ukraine, die uns beschäftigt haben, und die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die natürlich immer noch top aktuell ist. 8.700 Beschäftigte in dem Thüringer Gesundheits- und Sozialwesen sind von Bußgeld- und Beschäftigungsverboten bedroht. Wir haben eine Betroffene direkt heute hier mit auf dem Marktplatz gehabt, die ihr Herz ausgeschüttet hat, und wir stehen natürlich hinter den Betroffenen dieses völlig idiotischen Gesetzes. Vielen Dank. Wir sitzen ja im Bundestag direkt neben der Regierungsbank. Das heißt, die ganzen Übeltäter, die sitzen dann immer in ein paar Meter Abstand und man kann die sozusagen beobachten. Da ist zum Beispiel der Habeck, Minister Habeck, der bei Äußerungen ziemlich fahrig und geradezu unkonzentriert wirkt. Man merkt, dass der fertig ist. Also der hat sich sicher seinen Job anders vorgestellt und man merkt, dass er von der Realität überrollt wird. Auch Lauterbach schaut eigentlich überhaupt nicht ins Publikum. Der hat immer den Kopf gesenkt und versucht, jeden Blickkontakt zu vermeiden. Und Bundeskanzler Scholz natürlich auch, der glänzt meistens durch Abwesenheit. Der ist eigentlich nur dann im Bundestag, wenn er wirklich nicht darum herumkommt, irgendwas zu sagen. Also die haben sich sicher ihren Job anders vorgestellt und werden ja jetzt aus vielen Richtungen von der Realität überrollt. Bleiben wir nochmal beim Thema Energie. Es zeigt sich ja nun ganz klar, dass die Energiewende gescheitert ist. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der das noch ernsthaft in Zweifel zieht, außer wenn er vielleicht zu den Grünen gehört. Der besinnungslose Umbau hat unser Land in eine katastrophale Lage geführt. Wir haben also Energiemangelerscheinungen. Es gibt noch keinen Blackout, aber das heißt nicht, dass wir genug Strom haben. Nur ein Beispiel vom März. Im März musste die Deutsche Bahn, für eine kurze Zeit in einigen Regionen den Güterverkehr einstellen. Ganz einfach, weil nicht genug Strom da war. Und der Güterverkehr ist ja nun wirklich eigentlich ein grünes Anliegen, aber das konnte einfach nicht aufrechterhalten werden, weil der Strom fehlte. Also das ist noch kein Blackout, aber es zeigt, dass wir hier an der Grenze operieren. In meinem persönlichen Fall verliert man sich selbst, zweifelt an sich selbst, sucht nach Erklärungen, die man nicht finden kann, und gibt sich im ersten Moment selbst auf. Doch aller Enttäuschung zum Trotz entwickelt sich daraus resultierend auch Stärke und eine große Kraft. Man verleiht sich selbst Flügel und so viel Mut, es an die Öffentlichkeit zu tragen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Auch um andere zu bestärken, das Gleiche zu tun, nicht den Mund zu halten und sich nicht unterdrücken zu lassen. Eine Arbeitsstelle ist vorhanden, ebenso wie ein Arbeitsvertrag. Auch der große Wille zur Arbeit ist vorhanden und der dringende und laute Ruf der Kollegin und des Arztes nach Unterstützung. Und doch fehlt das Entscheidende, die Fügung meinerseits zur Covid-19-Immunisierung. Es könnte alles so leicht sein, so problemlos. Doch spiegelt sich das derzeitige Mit- und Gegeneinander der Gesellschaft in diesem Ereignis wider.
In meinem Falle rief es einen Menschen auf den Plan, der nicht akzeptieren konnte, dass man diesen Arbeitsplatz ohne erforderliche Impfung antritt. Schließlich gilt ein Bundesgesetz. Ein anonymer Anruf mit der Androhung einer Anzeige im Falle einer Beschäftigung meinerseits. Eine davon eingeschüchterte Geschäftsleitung und die mir zugestellte Kündigung. Man räumte mir fairerweise die Chance ein, sich impfen zu lassen, um dann zu arbeiten. Aber so ist dieses Angebot keinesfalls eine nennenswerte Option für mich. Ich arbeitete schon freiwillig einen Tag vorher in der Praxis ohne Bezahlung, um die Kollegin zu unterstützen, wo ich nur konnte, und um die Patientenversorgung zu gewährleisten. Als Fachkraft nicht mehr gewollt oder gebraucht in Zeiten einer Pandemie, aber nur dann, wenn Corona geimpft. Habe ich doch mit anderen Kollegen zusammen die vergangenen 2 Jahre sinngemäß an der Front gekämpft. Völlig unabhängig davon, ob geimpft oder eben nicht. Überstunden waren selbstverständlich, Zusatzdienste ebenso. Das Kompensieren von ausgefallenen Kollegen war ohne Widerworte zu stemmen und man wurde als Heldin gefeiert und beklatscht. Das Wort systemrelevant fand Einzug und wir alle im Gesundheitswesen fühlten uns kurzzeitig tatsächlich wertgeschätzt. Kurzzeitig. Denn der Beschluss der einrichtungsbezogenen Impfpflicht machte alles, wofür ich stand, all das, an was ich glaubte und tatsächlich nachvollziehen konnte und wollte, zunichte. Nichts war mehr wie vorher. Wir im Kollegium begannen untereinander zu streiten, zu sticheln und waren uns plötzlich sehr fremd. Man wurde von Gesetzes wegen her aussortiert und beurteilt. Man wurde in gut und schlecht unterteilt. Und alles bis dato Entscheidende für seinen Beruf verlor an Wichtigkeit und Sinn. Aber soziale Gerechtigkeit beginnt dort, wo man den Betroffenen das Wort gibt, wo man den Betroffenen die Möglichkeit gibt, ihre Sicht der Dinge eben auch zu schildern. Und darum nochmal ganz herzlichen Dank und ebenfalls auch an diejenigen, die das hier heute organisiert haben, dass sie es möglich gemacht haben, dass die junge Dame dort so bewegend, wie sie es gerade eben getan hat, ihre Geschichte erzählen konnte. Ganz herzlichen Dank an die Organisatoren hier und heute. Aber genau das ist ja das Problem. Die Betroffenen kommen heutzutage nicht mehr zu Wort. Wir haben dort eine Ministerin, Frau Werner von den Linken. Wir haben dort viele Abgeordnete bei den Linken, bei der SPD, bei den Grünen, die, so kann man den Eindruck haben, nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Die sich gar nicht von den Fakten mehr beeinflussen lassen, sondern ein festgefügtes Weltbild haben, ein festgefügtes Bild haben, davon möglichst viele Leute in die mehr oder weniger sinnvolle Impfung, das soll jeder für sich selber entscheiden, zu drängen, egal was die Kosten bei den Einzelnen auch immer sind. Und wir sehen deshalb eben auch einen so unglaublich unsozialen Umgang mit denjenigen, wie es die Dame gerade eben gesagt hat, die man vor einem Jahr noch Standing Ovations im Landtag gegeben hat. Was ist das für ein Umgang? Was ist das für eine Landesregierung, die eine Verordnung schreibt, in der sie sagt, diejenigen, die ungeimpft sind und Pflegekräfte beispielsweise sind, die dürfen so lange arbeiten, wie wir sie brauchen, die aber an dem Tag, wo wir sie nicht mehr brauchen, wo die Versorgungssicherheit auch ohne sie gewährleistet wäre, entlassen werden können. Was ist das für ein Umgang mit Menschen, die ihr Menschenmöglichstes jeden Tag machen, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, die man dann, wenn man sie nicht mehr braucht, vor die Tür setzen möchte? Ich kann Ihnen sagen, was das für ein Umgang ist. Das ist ein asozialer Umgang der Landesregierung mit unseren Pflegekräften. Und darum bleibt auch nur eine Schlussfolgerung. Wer soziale Politik möchte, der darf diese Parteien, die die einrichtungsbezogene Impfpflicht unterstützen, nicht wählen. Wer soziale Gerechtigkeit möchte, wer möchte, dass auch Beschäftigte über sich selber entscheiden können, der muss AfD wählen, meine Damen und Herren. Aber dieser unsoziale Umgang mit den Beschäftigten spiegelt sich auch wieder in dem Bild, das die Landesregierung in den letzten Wochen und Monaten selbst abgegeben hat und wie sie sich selber untereinander verhält. Die Finanzministerin Taubert sagte vor kurzem erst, die Landesregierung hat kein gemeinsames Projekt mehr. Meine Frage ist daher, warum machen wir dann nicht das, was die anderen Parteien letztes Jahr versprochen haben und was die AfD bis zum heutigen Tage fordert,
Wir fordern Neuwahlen in Thüringen, damit wir diese Leute endlich abwählen können. Eine Finanzministerin stellt sich her und sagt, wir haben als Regierung eigentlich keine gemeinsamen Projekte mehr. Warum regieren die dann eigentlich noch und machen nicht Neuwahlen? Ich kann es Ihnen beantworten, weil man mit 15.000, 16.000 Euro im Monat ganz gut leben kann und sich deshalb unbedingt an diesen Ministerämtern festhalten kann. Unsere Forderung bleibt, Neuwahlen jetzt und sofort. Wir alle sind das Volk, oder? Ist das so? Und ein Viertel der Thüringer Wähler, die müssen natürlich angehört und respektiert werden. Es geht um Respekt, meine Damen und Herren. Und wenn mir der Landrat des Saale-Orla-Kreises zum Thema Corona in einer Kreistagssitzung im Dezember das Mikrofon abschaltet, dann ist das an Respektlosigkeit gegenüber der Demokratie nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Und das, was die Bundesregierung oder die Landesregierung jetzt vorsieht, mit einer Verfünffachung der Windkraftanlagen hier im Saale-Orla-Kreis, das wollen wir nicht, weil wir wollen unsere Heimat irgendwann noch wiedererkennen. Ja, wir wollen ja keine Mondlandschaften, in denen keiner mehr leben oder geschweige denn Urlaub machen möchte. Und außerdem gibt es für diese unregelmäßig auftretenden erneuerbaren Energien nach wie vor keinen funktionierenden Speicher. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte ein Pilotprojekt im Schwarzhardtal initiiert. 2026 sollte dort ein grüner Wasserstoffzug fahren. Das Vergabeverfahren wurde aufgehoben, weil es Lieferschwierigkeiten gab und im Endeffekt das ganze Verfahren viel zu teuer war. Und das, was im Schwarzhardtal nicht funktioniert, das soll jetzt für Thüringen und Deutschland der ganz große Maßstab werden. Wir wollen diesen Wahnsinn nicht tragen. Wir sagen nicht grundsätzlich Nein zu erneuerbaren Energien. Aber es muss mit Vernunft erfolgen und wir brauchen dazu auch nicht die ganzen Förderungen, die uns im Endeffekt die höchsten Strompreise in ganz Europa bescheren. Die nächste Geschichte, die euch mehr oder weniger immer mal so nur beiläufig erklärt wird. Es gibt für die Abgeordneten im Landtag und im Bundestag eine automatische Diätenerhöhung. Also genau, wenn die Preise eben steigen, die Inflation recht hoch ist, dann schlagen vor allen Dingen die Altparteien Abgeordneten zu, hauen sich die Taschen selbst voll und wir werden nächste Woche im Thüringer Landtag diese automatische Diätenanpassung angehen, weil das kann doch nicht sein, dass sich hier dieser Selbstbereicherungsladen im Prinzip selbst die Taschen vollstopft. Wir schieben diesem einen Riegel vor. Wie ihr seht, es gibt eben viele Gründe, warum uns diese sogenannten demokratischen Parteivertreter, Politvertreter nicht mögen. Ein ganz gewichtiger Grund ist der, dass wir nicht wollen, dass Deutschland das Schlaraffenland für Afrikaner und Islamisten wird, die hier Safari durch unser Sozialsystem machen. Den Frauen, den Kindern, die schutzbedürftig wirklich sind, die vom russischen Bombenhagel fliehen. Ja, denen helfen wir natürlich gern, meine Damen und Herren. So muss es nämlich auch sein. Das ist das echte Asylrecht, was auch umgesetzt werden muss. Wir sind im Übrigen auch die Friedenspartei, die gegen die Lieferung von schweren Waffen gestimmt hat. Noch nie hat irgendwo eine Lieferung von schweren Waffen dafür gesorgt, dass Frieden einkehrt. Wir haben es gestern in der Tagesschau gehört. Das schlechte Vorankommen der russischen Truppen sorgt jetzt für immer mehr Leid in der Zivilbevölkerung. Das kann nicht sein. Wir dürfen es auf keinen Fall zulassen, dass dieser Krieg sich ausweitet. Wir wollen keine schweren Waffen liefern. Wir müssen uns hier aus diesem ganzen Konflikt raushalten. Humanitäre Hilfe auf jeden Fall. Aber lasst uns bitte hier nicht wieder mitmischen. Denn unsere Freiheit wird nicht in Afghanistan am Hindukusch und auch nicht in Kiew in der Ukraine verteidigt.